Unsere sogenannten Anführer haben uns an den Westen verkauft, unsere Kultur zerstört, unsere Wirtschaft, unsere Ehre. Unser Blut wurde auf unserem Boden vergossen. Mein Blut. An ihren Händen. Sie sind die Eindringlinge. Alle amerikanischen und britischen Streitkräfte werden Russland sofort verlassen. Oder die Konsequenzen spüren. Ziemlich einfach. Entweder wir nehmen die Einrichtung ein, oder die Welt von morgen ist eine andere. Freigabe für Halo. Charlie Team, los. Zweiter Absprung. Bravo Team, bereit machen. Los. Bei mir neu formieren. Wo ist Griggs? Keine Ahnung, Sir. Bravo 6. Sergeant Griggs hat gerade seinen Notsender aktiviert. Er ist einen halben Kilometer südwestlich. Over. Wir sind unterwegs. Bravo 6 Ende. Los geht's. Weiter geht's. Kontakt voraus. Feindliches Fahrzeug. Hey, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ne, ich glaube, Charlie ist besser, ne? Ja, würde ich sagen. Ja, kommt halt darauf an, was du vorhast, ne? Da ist ein Zugang durch diese Kellertür. Wir gehen von dort aus, von Raum zu Raum, aber leise. Los jetzt. Leise, Jungs. Ja, das Preis ist ein bisschen wieder geärgert. Ja, weil die mich auch die ganze Zeit ärgern. Raum gesichert. Sehr schön, Jungs. Ist da noch was drin? Dieses Stockwerk ist sicher. Rauf zum nächsten. Nee, deswegen ist der Raum ja auch gesichert. Ich meine jetzt dein Laptop. Mal vernünftig machen, ne? Und dann steht da einer. So, weißt du, was ich gemacht hätte? Ich hätte dem geschminkt und dann geweckt erst. Das ist der Feind. Und das ist wieder natürlich einer von mir. Ja, aber liebe Leute, so ist das leider im Gefecht. Griggs ist nicht hier. Und dem Türkischen ist schlecht. Wieso triff mich denn von da jemand? Weil da Gegner waren. Die ja, aber mein meine die habe ich eben schon gesehen. Da. Ja, aber die knallen ja nicht immer jeden sofort ab. Deine Kumpels darfst du dich nicht verlassen. Du musst dir einfach vorstellen, dass das alles Denklager sind. Ja, guck dir das mal an. Price, ey. Penner. Die Sonne geht auf. Uns war die Zeit davon. Ja, ich glaube auch, dass Price das mittlerweile mit Absicht macht. Ja, aber ich denke, da bist du ein bisschen selber auch dran schuld.
sobald du jemanden mit so einer Fischermütze siehst, hältst du immer sofort drauf. Ja, hier ist niemand drin. Erstmal kacken. Ja, irgendwann muss das auch mal sein, ne? Gar nichts mehr leise, ich hau jetzt alle sofort weg. Stockwerk gesichert, weiter die Treppe hoch. Wir gucken Fernsehen wohl. Wurde aber auch Zeit. Ich dachte schon, ihr Jungs würdet mich hier zurücklassen. Das hatte ich zuerst auch vor, aber du hast das ganze C4. Alles in Ordnung? Ja, ich kann gehen. Was müssen wir ausschalten? Scheiße, jetzt hab ich wieder nicht zugehört, ey. Im Turm. Ja. Im Funkturm. Nee, das ist ein Stromturm. Feindlicher Helikopter! Alle weg hier! So, na los! Schon ein bisschen geil. Aber nur ein bisschen. Notstrom in 10 Sekunden. Bereit. 5 Sekunden. Okay, wir sind durch. Bravo 6, wir warten auf euch beim Sammelpunkt. Ende. Roger, Team 2. Wir sind auf dem Weg. Ende. Mach diesen Zaun auf! Und, wir bereiten uns ein wenig ins T-Rex-Gehege. Ja. Ich hoffe auch mal, ob du was kommst, ey. Bewegung! Feindlicher Helikopter! Da auch. Ja. Ich glaube, die Sniper. Ja, wenn man jetzt wüsste, was einen erwartet, ne? Ja, dann würde ich vielleicht die Sniper nehmen, aber. Kontakt westlich von uns. Ich glaube, es ist gar nicht mal so gut. Können sie
dumm, die Idee zu nehmen. Auto, pass auf. Vorsicht, da kommt Hubschrauber! Köstliche Raketenwerfer auf den Dächern! Ja, sind doch gerade 100 Leute runtergekommen. Du hast aber Granaten angeschmissen, ne? Also ja, ich weiß. Du hast wahrscheinlich schon einen guten Teil dezimiert. Wow, wow, wow. Ja, sind doch noch einige. Ziel eliminiert. Oh, er ist auch. Nee, der liegt noch. Dann zählt das nicht. Wow! Warte, 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 ganz ruhig. Kontakt im Nordwesten. Dein Ernst? Ziel neutralisiert. Richtig hin. Okay. Kam von hinten, ne? Ja, aber ich frage mich, von wo denn? Das Gas. Achtung, Renate. Alles klar auf dem Radar. Auf jeden Fall. So läuft das hier. Ja, das war ja auf jeden Fall mal ganz
Scheiße. Ah, das war eine Dings, das war eine Tonne. Mhm. Also, von Tonne meinen wir jetzt ein Fass. Wenn nicht jemand übergewichtig ist. Genau. Man muss schon weit genug voranschreiten, damit die Gegner wissen, dass man da ist. Wie so ein Silvesterböller. Mhm. Ich bin schon weggehauen. Da ist ja noch einer. Vielleicht hast du nur die Halsschlagader oder so getroffen, dann hat er ja auch ein bisschen. Nur die Halsschlagader. Die deutsche Version, da kannst du den ja nicht die Köpfe wegschießen. Also auf jeden Fall steht in dem Gebäude direkt vor dir eine Leiter. Mächtig krasser Wurf. Die schöne Schirmütze, die hat dir vorgestern erst für 39 Euro gekauft. Wo ballert er denn hin? Yes. Oh, das ist auch schön gefallen. Ja, ich will es jetzt nicht sagen. So von Sofas, die schon völlig durchgesessen sind, so wenn man einschläft und das so allmählich runterrutscht. Gott. Die geben sich alle richtig Mühe jetzt beim Sterben. Ja. Ich glaube, die haben allmählich gemerkt, dass es um was geht. 10 Lire ist auch viel Geld, glaube ich. Und 6 Grundkorb. Bravo 6, Achtung! 3 Tracks mit Schützen sind auf dem Weg zu euch. Splittergranate! Gib mir Feuerschuss! Ich habe noch 8 Splitterbomben. Bei Kenny Crush. Irgendwas schießt rechts von dir. Wenn ich das schon habe, warum soll ich es dann nicht nutzen, ne? Ja, ja, klar. Finde ich super. Sorgt auch für Abwechslung. Wollte hin, Jungs. Ich sollte nicht so einfach auf der Straße laufen, ne? Ja, bei dem Verkehrsaufkommen. Bravo 6, Scharfschützenteam 2. Wir kommen aus dem Wald im Süden. Nicht schießen, das ist eines amerikanischen Scharfschützenteams. Geil. Schön, dass ihr Jungs es geschafft habt. Wir geben euch Scharfschützendeckung, sobald ihr Inhalte... Was zur Hölle ist das? Ah, wir haben hier ein Problem! Extreme, wir haben eine Rakete!
wiederhole, wir haben eine Raketenstart. Da ist noch eine! Geil. Bringen Sie Ihr Team in die Anlage und nehmen Sie das Kontrollzentrum ein. Wir arbeiten daran, die Abbruchcodes von den Russen zu bekommen. Ende. Kapiert. Jetzt ist es soweit, Captain. Jetzt geht's los.